Ich habe meine Tochter im Kindergarten gebracht. Und an den Tag habe ich gesagt, gut, lass mal Auto stehen und dann gehe ein bisschen zu Fuß. Und während dem Laufen, dann war meine Schritte langsamer. Also langsam, da habe ich gemerkt, dass die Leute von mir vorbeigehen, ne, alle. Und da war mir langsam schwindelig, bis ich erbrochen habe. Der Hausarzt weiß, dass ich Myomen habe. Da hat gesagt, gut, dann musst du zum Frauenarzt gehen und gucken, ob die Myomen nicht eine Ursache sind. Und deswegen hat er mir eine Überweisung gegeben zum Frauenarzt. Und da hat der Frauenarzt gesehen, dass die Myomen so groß sind, die müssen raus. Die Patientin hatte einen Uterus myomatosus. Das sind gutartige Muskelknoten, die in der Gebärmutter bei ihr aufgetreten sind. Eine sehr, sehr häufige Diagnose. Eine Erkrankung, die allerdings zu sehr starken Blutungen führen kann, wie es auch bei der Patientin der Fall war. Die Patientin wollte unter allen Umständen eine Bluttransfusion vermeiden. Das ist bei so einem niedrigen Hämoglobinwert durchaus eine etwas schwierige Situation, kritischere Situation. Umso wichtiger ist es aber dann, auf einen Blutverlust bei der Operation zu achten, dass der möglichst gering ist. Mit dem Da Vinci können wir sehr gezielt operieren, können sehr gezielt Gefäße unterbinden, haben eine dreidimensionale Beweglichkeit im Bauchraum im Gegensatz zu anderen normalen laparoskopischen Techniken. Und insgesamt kann man damit Blutverluste minimieren. Das war jetzt gerade für die Situation dieser Patientin natürlich sehr nützlich. Ich war erleichtert, dass mit dem Roboter-Operation ich keine Blutkonserve brauchte. Wesentliche Vorteile sind neben dem operationstechnischen bei der Operation, dass uns aufgefallen ist, dass die Patienten nicht nur sehr, sehr wenig Blutverlust haben, sondern dass sie auch unglaublich fit sind direkt nach der Operation wieder. Also sehr, sehr schnell entlassen werden können, sehr wenig Schmerzen haben. In der Frauenheilkunde sind wir seit vielen Jahren gewohnt, endoskopisch zu operieren. Der Da Vinci erweitert ein bisschen das Spektrum der Möglichkeiten und erlaubt uns noch gezielter zu operieren. Eine Möglichkeit ist die Operation von zum Beispiel Gebärmutterkrebserkrankungen. Auf der anderen Seite können wir beckenbodenchirurgische Eingriffe damit durchführen, Endometriose-Patienten operieren oder wie in dem Fall jetzt Patienten mit einem Uterus myomatosus. Ich merke, dass ich wirklich da bin. Also zu sagen, ich habe viel Kraft, ich kann viel machen. Ich kann wie vorher alles machen, mit Haushalt, Arbeit und alles.